Na bitte. Ohne die Instrumente neu einzuspielen, lässt sich der Song verändern. Aber was geschieht beim Zuhören, wenn ein Lied uns so richtig packt? Was passiert in unserem Körper? Wenn diese vegetative Reaktion läuft und das Stück ergreift uns wirklich vom Gefühl her, dann sind wir nicht mehr nur Einzelpersonen, also Individualpsychologie, sondern wir handeln in einer Art kollektivem Bewusstsein. Und da kommen natürlich auch solche Sachen hinein, dass ich in eine Art Trance falle, wo ich dann mitmache. Mit Biosensoren kann man die Reaktion des autonomen Nervensystems auf Musik messen. Jenen Bereich, den wir nicht willentlich beeinflussen können. Die Geräte messen unsere Herzfrequenz, wie wir uns fühlen und ob wir entspannt sind. Die Deutung der Daten ist individuell. Beginnt man zu schwitzen, kann das bei einem Menschen Stress, bei einem anderen Menschen positive Erregung bedeuten. Was kann entspannende Musik bewirken? Bei der Entspannung verändert sich die Atmung, die ruhiger wird. Hier messen wir die Brust- und die Bauchatmung und wir sehen dementsprechend die Kurven, die ruhiger und entspannter werden. Wir messen den Hautleitwert hier, also die Drüsenaktivität, die weniger aktiv sind. Man schwitzt weniger, wenn man entspannt und sieht hier die gelbe Kurve, die mit einer Entspannung abfällt. Wir sehen hier eine rote Kurve, die die Fingertemperatur anzeigt. Ich bekomme warme Hände, wenn ich entspanne. Und wir messen hier am Sensor die Fingertemperatur. Gleichzeitig messen wir hier den Puls und wie viele Blutblättchen durchfließen. Man sieht ja in hellblau den einzelnen Herzschlag, den Puls und die Pulsfrequenz in braun, die hier auch abgetastet wird. Hoch aufgedrehte Bässe und ein treibender Rhythmus können eine Erregung unserer Sexualorgane bewirken. Doch so unterschiedlich die Menschen, so vielfältig sind auch ihre Reaktionen auf das gleiche Lied. Bei der Musikwahrnehmung darf man die Aspekte nicht trennen zwischen Musik, Situation und dem individuellen Hörer. Der gleiche Rhythmus kann bei verschiedenen Leuten verschiedene Effekte bewirken. Es gibt zwar Grundtendenzen, dass schneller werden oder langsamer werden, anspannt, entspannt, aber auch die Lautstärke kann bei manchen positiv empfunden werden und bei manchen als eine Folter, wenn es zu laut wird. Und das ist herausgekommen bei der Softwarebearbeitung von Gudruns Lied. Ob es ein Erfolg wird, hat sie mit dem Lied nicht allein in der Hand, sondern auch wir, die Werbung, die Offenheit der Radiostationen und so weiter. Fazit: Es gibt doch kein Rezept für Hits, aber ein Zusammentreffen glücklicher Umstände mit einem richtig guten Lied.